Wir haben es weit gebracht, die Welt erobert, großartige Technologien geschaffen. Fortschritte, von denen unsere Vorfahren nicht einmal träumen konnten, gewaltiger als je zuvor. Unser Wissen ist immens und erweitert sich von Stunde zu Stunde. Aber dennoch steigen von Zeit zu Zeit Fragen in uns auf, die schwer zu beantworten sind. Wer bin ich? Woher komme ich? Warum bin ich hier? Was wird sein? Immer wieder haben Menschen versucht, diese Fragen zu beantworten, das Geheimnis hinter den Dingen zu entschlüsseln. Tausende von Büchern haben sie im Laufe der Zeit mit ihren Antworten gefüllt. Eines davon erschien vor nunmehr 400 Jahren. Es erregte großes Aufsehen, Zustimmung und Widerspruch, und seine Wirkung hält bis in die heutige Zeit an. Dieses Buch erschien zum ersten Mal 1614, anonym gedruckt in Kassel unter dem Titel Allgemeine und Generalreformation der ganzen weiten Welt. Neben der Pharma Fraternitatis des löblichen Ordens des Rosenkreuzes an alle Gelehrte und Häupter Europa geschrieben. Dass diese kleine Schrift seinerzeit so heftige Reaktionen hervorgerufen hat, ist aus heutiger Sicht schwer zu verstehen. Auf den ersten Blick ist der Text alles andere als spektakulär. Was also war der Grund für die Aufregung, die dieses Buch hervorgerufen hat? Ist sie vielleicht in etwas zu finden, das zwischen den Zeilen steht? Könnte sich hier eine geheime Botschaft verbergen, die sorgsam verschlüsselt und für künftige Generationen gedacht ist? Wenn ja, was ist ihr Geheimnis? Und was hat es mit dem Rosenkreuz und der gleichnamigen Bruderschaft auf sich? Wir wollen uns auf eine Spurensuche machen, um auf diese Fragen eine Antwort zu finden. Und beginnen wollen wir damit hier in Amsterdam. Warum gerade Amsterdam? Weil es hier einen Ort gibt, wo die vielleicht umfangreichste Sammlung von Büchern und Schriften zu finden ist, die uns über die Rosenkreuzer und ihren philosophisch-spirituellen Hintergrund Auskunft geben können. Die Bibliotheca Philosophica Hermetica.